Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier in Weilerstadt ist das Wetter gut, die Sonne scheint. Wir machen uns gerade fertig, um zu einem Geburtstag zu gehen. Geburtstagsfeier, 90 Jahre der Franz. Und da nehme ich auch ein Instrument mit. Wenn das angebracht oder angemessen ist, werde ich ihm ein Lied vorsingen. Wenn nicht, dann nicht. Also ich dränge mich da nicht vor. Sie wissen, ich habe ja 2014 offiziell aufgehört mit Musizieren. Wenn sich's aber ergeben sollte, wobei ja jetzt da das Essen im Vordergrund stehen wird. Es gibt original schwäbisches Essen und da bin ich ja mal gespannt, was das sein wird. Mauldäsch oder Spätzle mit Soros oder so. Aber ich esse ja gerne auch ein bisschen Salat und das ist ja in einem etwas öko betriebenen Lokal ganz hier in der Nähe und da gehen wir hin. Da gibt es viele schöne Frauen, die auch da hinkommen mit langen Beinen möglicherweise, die hier leider nicht. Es sind viele Kinder da, deswegen haben wir noch zwei Kinderhochstühle eingepackt soeben. Dann kann man dieses Spielzeug mitnehmen. Außerdem werden Geschenke überreicht, zum Beispiel ein Bitcoin werde ich verschenken. Und dann gibt es natürlich gute Sachen zu trinken, ne? Bei diesem Franz 90, also das ist er nicht, der heißt Richard, der ist ja am 25. Dezember 80 geworden. Dieser Franz wird aber jetzt 90 oder gestern ist er 90 geworden. Dieser Franz stammt ab vom Korridor. Wissen Sie, was der Korridor ist? Dann möchte ich das kurz erklären. Vom Zweiten Weltkrieg, Deutsches Reich, also die Gegend zwischen Ostpreußen Danzig quer rüber nach Pommern. Das ist ja heute alles Polen und da in diesem Korridor lebten viele Deutsche vor dem Zweiten Weltkrieg und eine Zeit lang hat es tatsächlich zum Deutschen Reich gehört. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Deutsche aus dem heutigen Westpolen, Korridor Pommern-Schlesien vor allen Dingen, vertrieben worden nach weiter westlich. Und dann sind Polen umgesiedelt worden aus Ostpolen, dieses Ostpolen gehört heute zu Weißrussland. Und also Polen ist praktisch durch den Zweiten Weltkrieg nach Westen verschoben worden. Hitler und Stalin wollten Polen ja eigentlich aufteilen. Das ist ja misslungen. Und jetzt ist Polen ja ein mächtiger Staat in Europa. Allerdings mit der Demokratie haben sie es nicht so, wie Sie wissen. Der Tusk ist noch ganz akzeptabel. Alle anderen sind ja Schrumpfdemokraten, ähnlich wie in der Slowakei, Tschechien und Ungarn und mittlerweile auch schon in Österreich. Das ist eine gefährliche Entwicklung für Europa. Das möchte ich jetzt aber nicht vertiefen. Franz war natürlich Deutscher, der dann in Norddeutschland angekommen ist und hier in Stuttgart gelebt hat. Und er ist ein bisschen dement und deswegen werde ich ihm natürlich dann auch falls es soweit kommen wird, was überreichen. Allerdings weiß ich das noch nicht, was, dass er sich an mich erinnert, aber das ist mir nicht wichtig. Hauptsache, er freut sich noch. Ne? Also meine Schwiegermutter war ja auch dement, aber wenn ich musiziert hatte, habe ich den Eindruck gehabt, sie hat da ein Lächeln im Gesicht. Ne? Man muss alle Menschen ernst nehmen, auch die, die vielleicht jetzt nicht mehr sich genau erinnern, wo und wann was war und die Namen vielleicht auch vergessen, den kann man natürlich dann auch eine Freude bereiten und das haben wir vor. Wir fahren demnächst los und ich wünsche Ihnen, die Sie das jetzt aufmerksam angehört haben, alles Gute gesundheitlich. Ich muss ja mehrere Arztbesuche jetzt mal unternehmen. Lumboischialgie, hat die Hausärztin gestern gesagt, ist ja interessant. Ne? Aber Schmerzen, wenn man nicht gehen kann, ist natürlich blöd. Ich habe trotzdem hier auf der Straße ein paar Arbeiten gerade gemacht. Es ist ja schön draußen, das Wetter ist klasse. Vielleicht können wir im Laufe des Tages noch mal was machen. Mein Saatgut in meinem Ökogarten ist auch aufgegangen. Das gibt mal schöne Blumen. Und insofern ist alles bestens, wenn man jetzt die ganzen Angehörigen einigermaßen munter da sieht und vielleicht sind auch Frauen mit langen Beinen da dabei, dann sind wir schon ganz zufrieden mit dem Leben und dafür bin ich dankbar, dass ich das erleben darf heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und tschüss.